naht. Wie ist es euch? Okay, die Stimmung überschlägt sich. Das ist gut, das passt aber ganz genau, weil jetzt kommt nämlich eine Band, die in Saal. Nee, tut mir leid. Es macht mir einen halben Spaß, in die Parade zu fahren. Kleiner Kommage in eigener Sache des Walter Blues e.V. und dieser Band. Fangen wir mit der Eigenwerbung an. 17. bis 19. Juni, wisst ihr vielleicht, läuft hier die German Blues Challenge und die German Blues Awards. Und die German Blues Challenge ist der Vorbereitungswettbewerb für die internationale Blues Challenge in Memphis und für die europäische Blues Challenge dieses Jahr in Torito. In der lieben schönen Toskana. Letztes Jahr hat hier gewonnen jede Band und hat damit auch diesen Auftritt gewonnen. Sie sind dann nach Memphis gefahren, das war dann einmal zu üben, wie ein großer internationaler Wettbewerb ist, und haben dort viel Spaß gehabt. Haben sich rumgetrieben, den Blues in Memphis eingesogen, haben das in den Sun Studios aufgenommen. Möchte das nicht missen, aber leider haben sie es natürlich nicht aus Treppchen geschafft. Und dann sind sie entsprechend stressbefreit nach Torita gefahren, sind als, glaube ich, vorletzte Band aufgetreten. Ich habe ihnen gesagt, dass sie keine Chance haben. Haben sie geglaubt, sind auf die Bühne gegangen und haben ein geilen Auftritt abgeliefert. Und zwar meiner Meinung nach nicht unbedingt den besten. Da kann man sich nicht streiten, das ist Geschmackssache. Aber eins, sie haben den ehrlichsten Auftritt abgeliefert. Und sie haben einfach nur Spaß verbreitet. Und da saßen so ein paar Nasen in der guten Jury und die haben dann ganz einfach nach der ganzen Geschichte über Ausziehen von Punkten und so weiter festgestellt, dass die Jungs diesen Pokal verdient haben. Sie haben dieses Jahr in Torito den dritten Preis bei der European Blues Challenge gewonnen. Ja, gut. Ja, er sagt, da kommt mir bekannt vor, die Situation, die Fotografen wollen sich fotografieren. Zur Band selber, ich bin total überzeugt von ihr, obwohl sie sind keine reine Bluesband, da sind wir uns alle einig. Ne? Aber was sie machen, hat das wichtigste Seele und hat eine Blues-Grundierung, sag ich mal, dazu. Und ansonsten sind sie einfach fünf geniale Musiker, Duschig und Scheuer, und den Rest erzählt jetzt der Mann da drüben, der langsam an Langeweile stirbt. Und ihr geht an eure Station. Es ist ja so, liebe Gäste, liebe Besucher, immer wenn Helge das Mikro nimmt, wird der Himmel dunkel. Und das macht mir Angst, ein bisschen. Ihr macht es mit eurer Laune und eurem Applaus immer wieder hell und die Sonne kommt drauf. Dann kommt, ja gut, okay. Den Witz nicht zweimal erzählen. Diese Band ist echt, da muss ich auch mal Helges Wort nehmen, die Kinder machen natürlich die Ohren zu, echt geil. Und das liegt zum einen daran, dass wir zusammen aus derselben Stadt kommen. Und zum anderen liegt es daran, dass sie echt gute Musiker sind. Das hat Helge auch schon erzählt. Heißt herzlich willkommen, Wilbert! Thank you.
Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was machen Sie denn hier? Meine Damen und Herren, zu diesem Weltwerk, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Meine Damen und Herren, bitte machen Sie sich keine Sorgen. Sie können zu unserer Musik tun und lassen, was Sie wollen. Wenn Sie tanzen wollen, können Sie tanzen. Wenn Sie mitsingen wollen, können Sie mitsingen. Wenn Sie jetzt ekstatisch und hemmungslos erklären wollen, Sie mit Haselnuss oder anderen ätherischen Ölen einrufen wollen, und wenn kalten Harmonien oder einfach nur mit Blues Awards beschmeißen, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie, bis Sie alle drei Abend und was in eurem Team passiert, ich bleibe auch in eurem Team. Diese Single heißt Don't Mind. Und es geht ein bisschen so. Oh, es hat mich schon die Herde, Kids in the Rock. It's working in the corner, 7 o'clock. Carolyn tonight, going down top. With a hair full of pop, I was pulling on the bottom. Got to play, I play, hey, now I spot it. Down the day, waiting out the show. Let's go. Well, let's go. Wir müssen das jetzt hier abbrechen. Nein, ist ja nichts, es ist ja noch früh am Abend und Sie können jetzt gehen. Bevor Sie gehen, also einer immer hier, erst die hier vorne und dann nach hinten, würde ich Ihnen noch eine Sache sagen, auf den Weg mitgeben. Ist mir ein bisschen unangenehm, ich weiß ja auch nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, es betrifft auch mehr Sie.